Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. So, da sind wir auch schon. Ich glaube, sie ist am Schlafen. Mama, ich bin's, Mila. Ich habe dir Besuch mitgebracht. Oh, guten Morgen, Mila, mein Schatz. Wen hast du denn mitgebracht? Hallo, Mama. Ich bin's, Stella. Meine drei Töchter, alle in einem Raum. Ist das etwa ein Traum? Nein, Mama, es ist kein Traum. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich dachte, der Tag wird niemals kommen, an dem ich all meine drei Töchter im gleichen Raum sehe. Ihr seid alle so wunderschön. Obwohl ihr alle in unterschiedlichen Häusern aufgewachsen seid, seid ihr alle drei zu so tollen Mädchen geworden. Mama, ich komme gleich wieder. Ich gehe schnell den Doktor holen. Ich weiß, nichts, was ich sage, kann entschuldigen, dass ich euch damals weggegeben habe. Aber ich wollte wirklich immer nur das Beste für euch. Es tut mir so leid. Du hattest keine andere Wahl, Mama. Ich verstehe dich. Trotzdem, kein Tag wird vergehen, an dem ich es nicht bereue. Aber wie habt ihr euch alle denn nur kennengelernt? Wir drei gehen alle in die gleiche Schule. Und wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben, waren wir so verwundert. Ja, weil wir einfach genau identisch ausgeschaut haben. Mama, du darfst dich doch nicht überanstrengen. Komm, du musst dich wieder ins Bett legen. Oh nein. Da bin ich auch schon. Also, wer will sich als nächstes testen lassen? Ich, Herr Doktor, ich würde mich gerne testen lassen, ob ich meine Niere ihr spenden kann. Okay, dann fangen wir mal an. Zuerst werde ich ein bisschen Blut abnehmen. Okay. Und wenn sich die Farbe nicht verfärbt, dann sind sie kompatibel. Es ist ein Wunder. Ihre Niere passt perfekt zu ihr. Das heißt, meine Mutter kann gerettet werden. Ja, aber wir müssen mit der Operation sofort anfangen. Das Herz ihrer Mutter wird immer langsamer. Ich werde alles vorbereiten. Okay, let's go. Was meint der Arzt bitte damit, dass ihr Herz immer langsamer wird? Naja, wir suchen schon so lange nach einer Niere. Na, dann hatten wir ja wirklich Glück. Ich bin so froh, dass wir sie retten können. Das ist alles nur dank dir, Stella. Wir sind dir so dankbar. Komm, wir müssen langsam los zur OP. So, wie ich sehe, ist die ganze Fußballtruppe an Kindern, die sie haben, hier schon eingetroffen. Bevor ich mit den Medikamenten anfange, muss ich Sie, Frau Stella, noch einmal fragen. Sind Sie sich wirklich hundertprozentig sicher, dass Sie es machen wollen? Ja, Herr Doktor, ich bin mir wirklich sicher. Okay, dann muss ich Sie aber noch über die Risiken aufklären. Während der Operation kann es sein, dass Ihr Herz aufhört zu schlagen. Was? Wieso haben Sie uns das nicht früher gesagt? Ja, weil bisher wir keine passende Person gefunden haben. Bis auf Frau Stella heute. Was höre ich da? Stella, bitte tu es nicht. Ich bin schon alt, aber du hast dein ganzes Leben noch vor mir. Das Wichtigste für mich ist, dass ihr ein gutes Leben lebt. Frau Bubblety, wie oft muss ich Ihnen noch sagen, dass Sie nicht aufstehen sollen? Also Frau Stella, haben Sie sich schon entschieden? Ja, ich will trotzdem ihr meine Niere spenden. Aber Stella... Was ist, wenn dir was passiert? Ich könnte mir das niemals verzeihen. Mila, ich kann doch nicht unsere biologische Mutter sterben lassen. Okay, let's go. Jetzt haben wir genug geredet. Jetzt nehmt ihr bitte eure Medikamente. Hier einmal für dich und hier einmal für dich. Okay, passt. Und jetzt legen Sie sich bitte hin. In wenigen Minuten sollten Sie schon eingeschlafen sein. So, jetzt vorsichtig ins Bett. Ja, perfekt. Und ich wünsche Ihnen eine gute Operation. Ich hoffe, ich sehe Sie wieder. Die Operation ist einfach viel zu gefährlich. Was ist, wenn sie es nicht schafft? Stella wird es schaffen. Sie ist das stärkste Mädchen, was ich kenne. Hallo, Ladies. Okay, jetzt fangen wir mit der Operation an. Okay, let's go. Oh, mein Herz rast so sehr in meiner Brust. Oh, ich bin auch extrem nervös. Unsere Tochter! Wo ist sie? Stella, sie sollte im Krankenhaus sein. Die Operation hat schon angefangen. Sie sollte bald fertig sein. Kann mir mal bitte jemand erklären, wieso meine Tochter sich operieren lässt? Sie ist doch kerngesund. Es ist eine lange Geschichte, aber Stella spendet unserer Mutter ihre Niere. Was sagst du da? Und wieso sollte meine Tochter das tun? Sie kennt dich nicht einmal. Ihr müsst sie sicher erpresst haben, dass sie sowas macht. Wie könnt ihr oh nur... Oh nein, der Herzschlag ist Hast weg. Hast du auch gehört, was ich gerade gehört habe? Ihr Herzschlag. Stella! So, okay, fangen wir mit der Betäubung zuerst an.
Okay, jetzt schneiden wir vorsichtig die Niere raus. Okay, nicht fallen lassen wie das letzte Mal. Das ist schon mal sehr gut gegangen. Und jetzt pflanze ich die Niere hier bei ihr ein. Vorsichtig aufschneiden und ups, hinein. Jetzt wäre es mir fast aus der Hand gerutscht. Oh, wieso zeigt mein Monitor an, dass ihr Herz aufgehört hat zu schlagen? Ich glaube, das muss ein technischer... Stella! Oh nein, ich befürchte das Schlimmste. Ist sie noch am Leben? Antworten Sie uns! Brrr, jetzt chillt ihr doch mal. Natürlich ist die Operation gut gegangen. Ich bin einer der besten Ärzte. Ich glaube nur, dass die Maschine einen technischen Fehler hatte. Aber die Operation ist gut gelaufen. Ich werde sie jetzt ins Zimmer verlegen. Bitte gehen Sie aus dem Operationssaal. Oh, Entschuldigung. Ja, selbstverständlich. Bitte wach auf, Stella. Es tut uns so leid, dass wir immer am Arbeiten waren und nie Zeit mit dir verbringen durften. Machen uns solche Sorgen. Wer schreit denn hier so rum? Oh, Mama, Papa, was macht ihr denn hier? Alpha hat uns verständigt, dass man bei uns eingebrochen hat. Und danach wurde uns gesagt, dass du dich im Krankenhaus befindest. Meine wunderschöne Tochter, ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen. Es tut mir so leid, Mama und Papa, dass ich euch solche Sorgen bereitet habe. Aber es ist einfach so viel passiert die letzten paar Wochen. Mama, Papa, wieso habt ihr mir nie gesagt, dass ihr nicht meine wahren Eltern seid? Ich habe endlich meine Geschwister getroffen. Und ich habe meine leibliche Mutter auch endlich getroffen. Und ja, sie war sterbenskrank und ich war die Einzige, die sie retten konnte. Es tut uns so leid, dass wir es vor dir geheim gehalten haben. Aber ich verspreche dir, wir wollten es dir wirklich sagen. Aber was meinst du, deine Geschwister? Und du hast deine biologische Mutter getroffen? Ich weiß, ihr beide müsst ziemlich verwirrt sein, weil einfach so viel passiert ist. Aber meine biologische Mutter will euch auch treffen. Wäre das okay? Ja, aber natürlich. Wir freuen uns so sehr, sie endlich kennenzulernen. Zum Glück ist alles gut gelaufen. Ja, das kannst du aber laut sagen. Ich kann endlich ohne Probleme wieder atmen. Mein Körper fühlt sich so leicht an. Das habe ich nur euch zu verdanken. Aber warte mal. Wo ist Stella? Bitte sag mir, die Operation ist gut gelaufen. Beruhig dich, Mama. Alles ist gut. Die Operation ist gut gelaufen und Stella befindet sich im Aufwachraum mit ihren Eltern. Oh, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Ich danke euch allen so sehr. Ihr habt mir mein Leben gerettet. Mensch, Mama, du hattest gerade eine Operation. Komm, leg dich wieder hin. Du musst dich doch ausruhen. Und danach werden wir Stella und ihre Eltern treffen gehen. Ich bin sehr nervös. Mama, du musst doch nicht nervös sein. Ah, ihr seid schon da. Mein Name ist Mila und mein Name ist Leni. Hallo, ihr müsst die Eltern von Stella sein. Es freut mich so sehr, euch kennenzulernen. Mein Name ist Mia. Mama, Papa, das sind meine Geschwister und meine biologische Mama. Es ist so schön, sie endlich kennenzulernen. Wie geht es denn Ihnen nach der Operation? Mir geht es fabelhaft, aber es tut mir so leid, dass ich Stella mit reingezogen habe. Ihr müsst euch sicher fürchterlich Sorgen um sie gemacht haben. Und danke schön, dass ihr euch so gut um sie gekümmert habt. Da müssen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Dankeschön, dass Sie uns Stella anvertraut haben. Sie ist unser Sonnenschein. Sie macht unser Leben so viel schöner. Aber ich wusste gar nicht, dass Stella noch Geschwister hatte. Aber ich bin so froh, dass wir uns alle endlich kennenlernen und die Familie endlich alle zusammen sind. Ich wollte schon immer eine große Familie haben. Ja, das stimmt, Papa. Und ich wollte schon immer Geschwister haben. Ja, ich bin so froh, dass sich alles noch zum Guten gewendet hat. Ich bin auch so froh darüber. Wir müssen bald wieder eine Übernachtungsparty machen. Oh ja. Und diesmal ohne meine Eltern. Mensch, Jay, wie kannst du dir das gefallen lassen, dass sie so mit dir geredet hat? Das Schlimmste ist ja, dass du es zugelassen hast, dass sie deinen Kopf in die Toilette gesteckt hat. Ugh. Wie kann sie es wagen, mir sowas anzutun? Wir haben nichts falsch gemacht, aber keine Sorge. Ich habe da schon einen Plan, wie wir uns rächen werden. Ich habe vor kurzem was sehr Interessantes herausgefunden und diese Information könnte sie zerstören. Was haltest du davon, wenn wir ihr Geheimnis in der Sporthalle der ganzen Schule verkünden? Was? Du bist ja gar nicht so dumm, wie du ausschaust. Ja, das klingt nach einem sehr guten Plan. Ich wusste doch, dass du meinen Plan lieben wirst. Ich habe schon Flyer ausgedruckt. Wir müssen sie nur noch in der Schule verteilen. Und schon bald wird die gesamte Schule versammelt sein in der Turnhalle und wir werden ihr Leben ruinieren. Diese blöde Kuh hätte sich nicht mit uns anlegen sollen. Oh mein Gott, Leute,
ihr werdet nicht glauben, was wir für ein Geheimnis haben. Kommt alle in die Turnhalle in 20 Minuten. Es ist das größte Geheimnis des Jahres. Sie alle uns aus der Hand fressen. Und da steht Stellas dunkle Geheimnis. Meinst du etwa Stella die Billionärin? Oh, ich muss hin. Ich bin so ein großer Fan von ihr. Warte, ich komme auch mit. Oh, ich liebe Stella. Vielleicht bekomme ich ein Autogramm von ihr. Hey, warte doch auf mich. Was geht denn hier vor sich? Wieso ist der Jausenhof so leer? Wo sind denn alle Studenten? Stella, du bist hier. Ich freue mich schon so sehr, was du zu sagen hast in der Turnhalle. Also, bis gleich. Hä? Was redet sie? Hast du irgendwas geplant in der Turnhalle? Nicht, dass ich wüsste. Lass uns mal nachschauen gehen. Meine Damen und Herren, bitte hört mir zu. Stella war die Liebe meines Lebens. Oh, nicht der schon wieder. Was hat er denn jetzt schon wieder vor? Ich habe noch nie ein Mädchen so sehr geliebt wie Stella. Aber dann habe ich ihr dunkles Geheimnis herausgefunden und sie hat mir mein Herz gebrochen. Bitte schaut euch die Fotos an. Ihr fragt euch sicher, wer diese Frau ist auf dem Foto. Jay, es tut mir so leid, was dir Stella angetan hat. Du schaust so traurig aus. Wir kennen alle Stella unter die reiche Billionärstochter. Aber all das war einfach nur eine Fassade, eine Lüge, die sie aufgebaut hat. Denn das ist ihre wahre Mutter. Was? Das bedeutet, alles war eine Lüge. Ihre Eltern sind also gar nicht reich. Sie ist so wie wir. Wieso hat sie uns die ganze Zeit angelogen? Sag mal, spinnst du? Wieso verbreitest du Lügen und belästigst meine Mutter bei der Arbeit? Du hast auch nichts Besseres zu tun. Sie hat es sogar zugegeben. Ihr beide müsst jetzt nicht so tun, als ob ihr unschuldig wärt. Der arme Jay, sie hat ihn voll belogen. Ganz ehrlich, gib mir das Foto her. Wenigstens hat sie eine Arbeit. Nicht so wie du. Die ganze Zeit bist du nur am Schnorren. Stella, wieso beleidigst du mich? Mein einziges Verbrechen war, dass ich dich geliebt habe. Sie ist so herzlos. Stella, es bricht mir das Herz, dass du dich für jemand ausgegeben hast, der du nicht bist. All diese Jahre hat sie uns belogen. Ich dachte wirklich, sie ist Billionärin. Derweil hat sie weniger Geld wie wir. Ich kann es nicht glauben. Du bist so manipulativ. Du betrügst mich und dann drehst du den Spieß herum und tust so, als ob es meine Schuld wäre. Das wird noch ein Nachspiel haben. Na, der haben wir es gezeigt. Ihr Gesicht war einfach zu gut. Sophie, wieso machst du sowas? Ich dachte, wir sind beste Freunde. Naja, ich glaube, es ist langsam Zeit, ihr die Wahrheit zu sagen. Der Plan von mir und Jay war immer, dass er ihr Freund wird und ich ihre beste Freundin. Aber ich habe mich vertan. Ihr beide schaut so ähnlich aus, als ich dachte, du wärst Stella. Und dann habe ich mich halt aus Versehen mit dir angefreundet. Und dann habe ich halt Mitleid mit dir bekommen und dachte mir, YOLO, bleib mit dir befreundet. Und genau deswegen liebe ich dich, weil du so ein guter Mensch bist. Oh mein Gott, Jay, ihr beide seid mein Lieblingspaar. Ihr seid so schön. Ja, das stimmt. Ihr beide passt so viel besser zueinander wie diese Lügnerin namens Stella. Kann nicht glauben, dass Stella uns belogen hat. Aber ich wusste tief in mir drin, dass sie eh keine Billionärin ist, wie sie sich ausgegeben hat. Das läuft ihr wie geschmiert. Sie fressen uns aus der Hand. Wir hätten das viel früher machen sollen. Ah, ich glaube, Stella ist gerade nach Hause gekommen. Stella, Essen ist gleich. Ich habe keinen Hunger, Mama. Hat sie etwa geweint? Schatz, geh nach ihr schauen. Ich muss auf das Essen aufpassen. Oh, ja, selbstverständlich. Oh, das ist alles nur meine Schuld. Wegen mir wird unsere biologische Mutter gemobbt. Mein Engel, was ist denn los? Magst du mit mir darüber reden? Papa, ich hatte heute einen schrecklichen Tag in der Schule. Mein Ex-Freund Jay hat diese Fotos überall verteilt an der Schule und alle machen sich lustig über meine biologische Mutter. Und nicht nur das, Papa. Er hat mich betrogen. Was hast du gesagt? Hat er gemacht? Keine Sorge, ich werde das regeln. Magst du mir noch sagen, wie das Mädchen heißt, mit der er eine Affäre hatte? Sie heißt Sophia, Papa. Ich gehe jetzt schlafen. Wer ruft mich denn noch so spät an um diese Uhrzeit? Ja, hallo? Ja, grüß Gott, hier spricht Herr Reichreich. Mir ist gerade zu Ohren gekommen, dass man meine liebe Tochter gemobbt hat an der Schule. Und zwar von den zwei Schülern, Sophia und Jay. Ich bin entsetzt, dass eure Schule sowas überhaupt zulässt. Was höre ich da? Davon habe ich noch gar nichts mitbekommen. Ich kann Ihnen versichern, sowas wird nicht geduldet an unserer Schule. Bitte, nehmen Sie uns noch eine Chance. Ich werde diese zwei Schüler direkt von der Schule werfen. Das verspreche ich Ihnen, okay? Ich hoffe, Ihnen ist bewusst, dass diese Schule ohne mich gar nicht laufen würde. Ich bin der Hauptsponsor an dieser Schule. Wenn ich aufhören würde, mein Vermögen zu spenden an Ihre Universität, dann würden Sie bankrott gehen. Ich hoffe, Ihnen ist das bewusst. Wehe, ich sehe meine Tochter noch einmal weinend von der Schule kommen. Natürlich ist mir das bewusst, Herr Reichreich. Aber ich verspreche Ihnen, das Erste, was ich morgen machen werde, ist, beide von der Schule verweisen. Und ich werde auch alle Schulen in unserer Umgebung kontaktieren.
passieren, dass man sie nicht zulässt. Was? Ich soll sie erst morgen Abend suspendieren? Ja, bitte suspendieren Sie die zwei Schüler erst nach dem Unterricht. Ich habe noch etwas vor. Und vergessen Sie nicht, ich will, dass die Verkündung über die Freisprechanlage läuft. Gut, dann haben wir das auch schon geklärt. Vincent! Ja, Herr Reichreich, Sie haben nach mir gerufen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Bitte holen Sie Mia, Mila und Leni ab. Und danach bringen Sie diese drei in die teuersten Geschäften weit und breit. Haben Sie mich verstanden? Und alles, was Ihr Herz begehrt, setzen Sie auf meine Kreditkarte. Haben Sie mich verstanden? Ja, das wird gemacht. Huh, wer könnte das nur sein? Hat diese Göre etwa die Polizei gerufen? Wir müssen nachschauen. Seit wann fährt die Polizei eine Limousine? Hallo, werte Dame, Herr Reichreich sendet mich. Sie müssen wohl eine Freundin von Stella sein. Bitte kommen Sie mit mir mit. Wieso soll ich mit Ihnen mitkommen? Ist alles okay bei Stella? Ist was passiert? Stella geht es gut, aber Sie müssen mitkommen. Wir gehen jetzt shoppen. Schatz, du bist so toll. Vergiss nicht, deinem Papa was mitzubringen. Und deine Lieblingsmama darfst du auch nicht vergessen, was mitzubringen. Ich komme schon. Warten Sie. Ach, ich wusste doch, dass unsere Tochter was ganz Besonderes ist. Ja, und seit wann hat sie überhaupt so reiche Freunde? Hallo, mein Schatz. Ich bin wieder daheim von der Arbeit. Was ist denn los? Wieso bist du so niedergeschlagen? Weiß doch, mein Schatz, du kannst mit mir über alles reden. Ach, Mama, ich hatte heute nur einen schlechten Tag. Hä? Wer ist denn da? Ah, also, ich erwarte keinen Besuch. Na, wer das wohl sein könnte? Kommen gleich. Kennen wir Sie? Ich glaube, Sie haben sich bei der Tür geirrt. Ah, Sie müssen Freunde von Stella sein. Herr Reichreich sendet mich. Wir gehen jetzt shoppen, Ladies. Was meinen Sie, shoppen? Was ist shoppen überhaupt? Naja, Herr Reichreich will, dass ihr ein Makeover bekommt. Oh, davon habe ich nur im Fernsehen bisher gehört. Ich wollte das schon immer mal machen. Yay! Hallo Toasties, ich hoffe, ihr freut euch auch schon so sehr auf das Makeover wie ich. Was für eine Haarfarbe soll ich mir machen oder soll ich sie blond lassen? Naja, auf jeden Fall, jetzt grüßen wir die Superfans. Liebe Grüße an Kitty, It's Sommer, Angelina, It's Kamara und Frank. Dankeschön an die liebe Prom für deinen lieben Kommentar. Großes Dankeschön an die liebe Lara Roblox, dass du dir all unsere Videos sogar bis zum Ende dir anschaust. Und zu guter Letzt will ich noch die liebe Eva grüßen. Dankeschön, dass du uns abonniert hast. Und Toasties, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Wir haben euch lieb. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.